Ich habe gerade einfach meinen eigenen Namen kurz vergessen. Hi, mein Name ist Jasmin. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr zur Industriekauffrau und ich zeige euch heute einen kleinen Einblick in meine Ausbildung. Am besten an der Ausbildung gefällt mir, dass wir total flexibel sind und dass wir in alle möglichen Unternehmensbereiche mal reinschauen und dadurch halt eine gewisse Grundkenntnis vom ganzen Unternehmen haben. Die Ausbildung bei der SSB fängt mit dem Einführungsseminar an, wo wir die anderen Auszubildenden kennenlernen und auch Teambuilding-Maßnahmen machen. Daraufhin fängt dann die Fit für die Ausbildungswoche an. Da lernen wir nochmal generell ein paar Sachen über das Unternehmen und wie die Ausbildung später auch abläuft und generell einfach Sachen, die wir für unseren Ausbildungsberuf brauchen. Ja, chillen, Kaffee trinken. Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass wir mehrere Wochen in einer Abteilung sind, wie beispielsweise Marketing oder Logistik. Dort lernen wir dann alle Prozesse kennen, bekommen unsere Arbeitsaufträge, bekommen auch eigene Aufgabenbereiche oftmals. Und nach 4 bis 8 Wochen wechseln wir dann den Bereich und lernen eine neue Abteilung kennen. Zur Vorbereitung auf meine Abschlussprüfung unterstützen mich die Ausbilder dabei, dass sie uns Lernmaterialien, alte Prüfungen und Prüfungsbücher geben und auch uns persönlich unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen oder in einem Fach nicht richtig mitkommen, dass sie sich darum kümmern, dass wir auch Nachhilfestunden etc. bekommen können. Also ich habe im Internet nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau gesucht und habe dann die Stellenanzeige der SSB gefunden. Ich wusste natürlich direkt, was die SSB macht, weil jeder in Stuttgart kennt die Bahnen und Busse und ist auch selber schon mal damit gefahren. Und ich dachte mir so, hey, es wäre doch ganz cool, mal bei der SSB zu arbeiten, weil das ja auch ein ganz anderes Unternehmen ist als andere Firmen. Und kostenloses Fahren ist natürlich auch ein dickes Plus. Die Tätigkeiten einer Industriekauffrau sind sehr unterschiedlich. In den einen Abteilungen, wie zum Beispiel im Marketing, ist man sehr kreativ und hat sehr viele kreative Aufgaben. In der Buchhaltung hat man beispielsweise ziemlich viel mit Zahlen zu tun. Daher findet jeder, der den Ausbildungsberuf macht, seinen eigenen individuellen Bereich, in dem er seine Stärken hat und in dem man auch sehr viel Freude hat dann später, wenn es dann um die Jobwahl geht. Im Moment befinde ich mich in der Logistik. Da sind meine Aufgaben zum Beispiel Auftragsbestätigungen prüfen oder die Warenannahme. In den nächsten Wochen werde ich allerdings zum Einkauf wechseln, wo ich auch meine Vertiefung mache. Dort sind die Aufgaben Bestellungen aufgeben oder zum Beispiel Verhandlungen mit anderen Firmen führen. Einmal Chef werden. Nee. Meine weiteren Ziele bei der SSB sind erstmal die Ausbildung sehr gut zu bestehen und danach wahrscheinlich noch zu studieren. Aber cool wäre es auf jeden Fall, während dem Studium bei der SSB zu bleiben. Das Verhältnis zu meinen Mitauszubildenden ist sehr freundschaftlich, sehr locker, wir verstehen uns alle sehr gut. Wir tauschen uns auch regelmäßig über die Abteilungen aus und unterstützen uns immer gegenseitig.